Und da ist der Backkammern LP. Jo. Ich hoffe, dass mein Client jetzt ein bisschen besseren Sound liefert. Sonst muss ich ihn einfach ausschalten. Drecksteil. Oder ein Client buchen. Hm. Nein, sehe ich nicht ein. Ach, es regnet. Jetzt im echten Leben oder in Minecraft? In Minecraft. Ich wollte schon sagen. Eins ist gerade schönster Sonnenschein. Ah, warte, warte, warte. Elektrolyser. Ja, da kann da jetzt Tanks rein. Boah, du glaubst gar nicht, wie ich mich letztens aufgeregt hatte, als ich gestorben bin. Ich hatte ja letztens so einen wundervollen Bugbaker, weiß jetzt gar nicht, ob du davon wusstest. Ich war ja letztens mal ein bisschen Tanksten nachfahren. Ja. Und bin währenddessen nochmal gestorben. Ja. Denke ich mir, ja, okay, kein Problem. Gehst du zurück, baue den Grabstein ab, denkst du, Arschkarte, kommt nichts raus, nix. Oh. Hm. Dementsprechend war ich da so ein klein wenig wütend. Kann ich verstehen. Vor allem, weil wir in der Folge zuvor noch angefangen hatten, die Power Armor zu craften, und die ist ja jetzt nicht so ganz billig. Mhm. Also, wenn wir noch das mit den Tanksten fertig bekommen, Dosch, dann können wir uns den da ist er wieder. Nee. Der Iron Thrust. Ion Thruster. Ion Thruster. Nehmen wir den auf? Ja. Ja. Gut. Hast du einen Kanteilbaren rausgenommen? Nö, nix. Das ist jetzt doof. Ich entführe euch gerade mal den Bäcker, man. Jo. Okay. Buddy was moved out of your channel. Buddy left your channel. Gut, dann sind wir eben wieder alleine. Haut doch ab! Wir wollen euch eh nicht! Machst du zwar, aber okay. ja, ich auch. Du weißt ja, ich muss mal wieder so ein bisschen abspacken. Gut, dann machen wir eben nochmal einen Kanteil. Brauchen wir dann nochmal 2 Minuten. Dafür sind wir jetzt fertig. Du glaubst gar nicht, was wir jetzt für ein Scheiß-Thema in Geschichte wieder anfangen. Was denn? Also das Thema, was wirklich jeder hasst, aber sich am Anfang jeder darauf freut. Der Erste und Zweite Weltkrieg. Ich habe mich auch drauf gefreut. Danach nicht mehr? Es ging. Ich nehme das Scheiß-Thema jetzt schon zum 7. Mal durch. Warum? 9. Klasse, 10. Klasse, 11. Klasse und da ich gerade wiederhole, 11. Klasse. Okay. Natürlich dann dein Verdienst, ne? Ah, sagen wir es so, ich wiederhole ja freiwillig. Also. Ja. Weißt du, was ich noch am schönsten finde? Ich werde sogar noch ein 5. Mal durchnehmen müssen, weil es auch im Lehrplan der 12. Nett. Mhm. Was soll man da noch bitte schön viel dazulernen, ne? Och. Ich meine, welche Kanone, bestimmt kannst du so eine Frage irgendwann wie, welche Kanone hat den Stein von Washington im Jahre 1781 zerstört? Und ja, der Zweite Weltkrieg fand im 1781 statt, ihr habt richtig gehört, merkt es euch. Alter, ich frage mich gerade, was mit mir wieder schief gelaufen ist. Wir werden ja bestimmt auch nochmal über den Miner Nether Redstone auffinden, ne? Ja, weiß ich schon. Weiß, was ich damit mache. Es gibt nämlich noch einen anderen Weg, an einem Ruby das, beziehungsweise Chrom das zu bekommen. Und zwar einfach mal Redstone in die Zentrifuge. 10 Stück. Da wartest du einen Moment. Da dauert Moment. Einen Moment da. Ganz bestimmt. Es kann sich nur noch um sofort handeln. 300 Stunden. 340 Sekunden. Aus 10 kriegst du dann einen Ruby. Das war nicht die beste Lösung, aber
Naja, man kommt zum Tanksten. Tanksten, weil da habe ich wieder vielleicht Kacke. Ne, ihr wisst, was ich meine. Kein Chrom. Da reicht es? Hä? Komm mal kurz hierher in die Holzecke. Ne, das gefällt mir noch nicht. Lass es erstmal so da stehen. Ich mache vielleicht einen Verbesserungsvorschlag. Nein, wir graden die Maschinen nicht ab. Was denn? Oder die Barrels. Was hast du denn vor? Nix, aber du hast doch sicherlich was vor, oder? Nein, ich will hier nur mit den Speed-Upgrades vorbeigehen. Oh. Und tschüss, Baker. Aus dem Aufwand müssen wir auch irgendwann nochmal was machen. Naja, für die es noch nicht gesehen haben, ich habe mir ja bei dem Barrel ein bisschen übertrieben. 348.000 Biofuel passen da jetzt rein. Das ist irgendwie der. Ja. Das ist ein bisschen irgendwie, hat er da häufig gesagt, den ich sage. Ich habe da auch da mal ein bisschen übertrieben, ne? Ich habe das Rezept gerade nicht gelöscht, nur zu meiner Verteidigung. Ja, ich habe es gelöscht. Dann ist es gut. Ich nicht mehr brauch. Weil es jetzt eh wieder eine halbe Ewigkeit dauert. So. Dann schaue ich nochmal ganz kurz hier auf den Industrial Blast Furnace im GregTech Community Wiki. Und zwar, wenn wir mal hier durchlesen, brauchen wir für Tanks dann offiziell 2500 Grad. Und wir haben schon 2500 Grad, wofür brauchen wir ein. Oh. Dann können wir jetzt vielleicht sogar schon Tanksten Stil machen. Cool. Ich meine, es war aber ein bisschen mehr als 2500. Das wurmt mich jetzt nochmal. Tanksten. Haben wir echt kein Flint mehr? Gott, sind wir arm. Weiß ich, wir stellen noch mal Flint her. Vier Keys. Gravel. Jetzt hab ich's. Tatsache, wir können Tanksten machen. Gut, dann mache ich jetzt mal ganz schnell das letzte Heating Coil. Weil, soweit ich mich recht erinnere, braucht man vier Heating Coils. Die Cupro Nickel weiß ich jetzt gar nicht, ob die da auch noch rein müssen. Wenn nicht, dann haben wir ein paar Free Cupro Nickel Heating Coils. Kannst du auch nicht rummeckern. Okay, wir brauchen ordentlich Gravel. Und wo kriegt man Gravel her? Aus dem Barrel. Oder wo noch? Masterator. Oder wo noch? Wieder? Nein. Wir können einfach Cobblestones in den Quatscher schmeißen. Ja, wir haben ja schon genug Gravel. Ja, aber irgendwann wird er da mal ausgehen. Ich brauche jetzt gerade nur Flint. Also davon ziemlich viel. So, Kantal, Heating Coils haben wir 4 Stück. Jetzt gehen wir hier mal zum Blast Furnace und jetzt schauen wir mal. Nimmt er die Kuponikel an? Nö. Die Kantal? Joop. Und ist auch schon die Nico? Jawoll. Wenn wir jetzt mal reinschauen. 3880 Kelvin Hitze. Bam! Sind wir heiß. Nur ich. Ja, das ist jetzt doof. Das ist verdammt doof. So. Wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, kann man es gerade ein bisschen schlecht sehen, weiß ich. Wir brauchen für Tanksten. Ein Tanksten, das braucht 1,2 Millionen EU. 500 Sekunden sind das. Maximal 120 bla bla bla. Und eine Heat Capacity von 2500. Und wenn wir uns jetzt mal hier ganz schnell Tanksten Stil anschauen.
Tungsten Steel Dust. Quatsch, verlabber ich. Kriegt man hier aber noch Tungsten Steel Ingot und das ist ein Steel Ingot und ein Tungsten Ingot. Kriegst du zwei Tungsten Steel raus und Tag Ashes. Ja, oder das, bla bla. Hot Tungsten kannst du in der Precision Formel machen, da hat man gerade eben, kriegst du 25% sogar Sauerstoff raus. Und aus Tungsten Steel können wir den Force Field mit machen oder eine wundervolle Tungsten Steel Wrench, ich glaube, die gönnen wir uns dann auch mal. Tungsten Steel Hammer haben wir nicht so nötig. Ja, eine Tungsten Steel Pickaxe auf jeden Fall oder eine Axt. Wofür brauchen wir Tungsten Steel Platten? Advanced Wrench. Du glaubst gerade nicht, was ich für ein Rezept mache. Ich will es nach Flint herstellen. Wir können auch über Tungsten Steel Mixed Metal Ingots machen, kriegen wir 5 auf einmal. Oh, wenn man es richtig macht, sogar 6. Und Tungsten Steel brauchen wir für den Extruder, den wir schon stehen haben, oder an der Large Gas Turbine. Universal Message auch gern gesehen. Ja. Ich glaube, das war es jetzt aber auch schon so. Einem drüber gehen. Ah, nein. Tungsten Steel Fluid Pipes, die wir eh nicht verbrauchen, weil Gravitic Pipes scheiße sind, bin ich ehrlich. Ja, Exoda. Für den Plasma-Generator, die es von der letzten Staffel noch kennen, wissen Bescheid, den Rest halten bitte mal die Klappe. Für die, die es noch nicht kennen. Ein Rockcutter. Ja, schwer, bla 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 bla. Ja. Plasma-Generator. Wollen wir das jetzt mal sagen, wofür der Plasma-Generator gebraucht wird? Oder wollen wir warten? Hat man noch. Okay, also für die, die es schon wissen, bitte ich jetzt nochmal höflich, seid bitte damit noch leise für die, die es noch nicht kennen, weil es gibt ja auch wieder neue Zuschauer beim RGT. Und zwar wird die Überraschung, ich schätze mal, nicht so allzu demnächst veröffentlicht. Das dauert noch was. Ja. So, ich würde auch sagen, schauen wir jetzt mal. Ja, Dragpim. Ich habe so gerade Drag eingegeben und dann PM. Schauen wir uns jetzt mal an. Das Dragon Egg Energy Siphon. So, wie ihr vielleicht noch wisst, wir haben ja das Enderdrachenei bekommen aus dem End, weil es ja halt gerade haben wollte. Und da wir halt ziemlich viel mit Dragtech schon gemacht haben, können wir das halt für das Dragon Egg Energy Siphon brauchen. Gab es ja auch schon mal bei Baker in der zweiten Staffel, soweit ich mich erinnere. Und ich glaube, dieses Mal sind wir dran. Also, Dragon Egg Energy Siphon. Wir brauchen Teleporter, ein Superkondensator, kann man jetzt halt ein bisschen blöd lesen, muss man aber Backup Bescheid sagen. 2 Iridium Reinforced Plates, darum kümmert sich gleich Crazy, habe ich gehört. Ja, ich bin schon dabei. Kann ich auch machen, das ist kein Problem. Ich lasse gerade alles automatisieren, weil mir die Scheiße zu anstrengend ist. Wir brauchen 4 Energy Flow Circuits und ein Lapatronic Energy Orb oder ja. Dafür gibt es echt kein einfacheres Rezept. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, fangen wir dann vielleicht. Warte, ich hab's doch schon. Oh, so viel auch wieder mit. Ich habe jetzt gerade schon 2 Stacks für dich. Ich hab doch gesagt, ich brauche nicht so viel. Ja, das ist zu spät. Da kommt Gravel rein. So, dann fangen wir mal mit dem Teleporter schon mal an. Das werden wir jetzt heute auf jeden Fall nicht fertig schaffen. Wir brauchen einen Frequency Transmitter. Das ist ein Circuit. Craft 1. Ein Circuit. Frequency Transmitter. So, dann brauchen wir ein Advanced Machine Casing. Und dafür brauchen wir ein Basic Machine Casing. Den haben wir schon. Und dann brauchen wir den Advanced Machine Casing. Den machen wir jetzt. Was fehlt da? Oh, gar nichts. Wir haben ein Advanced Machine Casing. Und ich muss sprechen wie ein Vollidiot. Und mir geht gerade ein bisschen die Luft aus.
Ja, schön Luft holen. Okay, hier brauchen wir Glasfaserkabel. Ja, wir kennen es noch von damals aus dem guten Wies-Zeiten. Einfach 6 Glas, Silber oder Dias und dann Redstone. Nicht mehr. Wir brauchen mittlerweile Energium, das ist Ruby Dust und Redstone. Manchmal so ein bisschen auf Vorrat, 36 sollte vielleicht schon rein. Die Platten sind voll. Jetzt sind sie nicht mehr voll. Was? Wir kriegen nur ein verficktes Glasfaserkabel raus. Quack, take off hard. Wir brauchen noch 4 Advanced Circuits. 3 haben wir. Einen haben wir, also brauchen wir noch 3. Jop. Geht es nicht noch irgendwie schneller? Advanced Circuit Parts, das ist Lapis und Glowstone Dust. Advanced Circuit. Ich glaube, da warten wir einfach auf das Wetter neu, oder? Hä, was? Ja. Advanced Circuit? Schön, dass du so gut dabei bist. Ich habe gerade getrunken, deswegen. Ja, wir brauchen Advanced Circuits. Warte. Ich leere dann mal hier so ein bisschen aus. Guck mal, was rausgeschmissen werden kann. Oakwood kann auf jeden Fall hier in das Barrel. Okay, ich glaube, die ganzen Small Piles und wir haben einen Block auf Iridium. Ich habe nicht gemacht. Wir haben sogar 2. Smooth Whitestone, das kann glaube ich rausgeschmissen werden. Menuline lassen wir mal. Die Division Siegel weiß ich nicht, ob wir das machen sollten. Komm, so Vorfahrtmechanismen, ganz ehrlich. Iridium können wir gleich mal schmelzen. Compressed Coal Balls. Energy Crystal. Hättest du vielleicht irgendwann mal Bock auf dieses Activision-Sieg-Ritual oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird? Welches ist das nochmal? Über dieses Division-Siegel, wo du die Unstable Ingots herkriegst. Können wir ruhig mal machen. Müssen wir halt richtig schnell sein. Ja. Wir haben noch Reaktor-Casing. Können wir mal Platin-Dust machen. Iron Dust haben wir hier, Silikon, Sodium, das ist nur Zink Dust, Blisswurz haben wir hier, hier ist noch Dirt, Chrome Dust, Pulverized Iron. Brauchen wir Redstone Blöcke noch oder können wir die wieder? Ach, scheiße, mach ich später. Wir brauchen es eigentlich nicht mehr. Gut. Silber Dust. Alter, was hier alles noch für eine Scheiße drin ist. Sugar. Charcoal? Ach, ich frage jetzt gar nicht, was du da wieder getrieben hast. Was? Sugar Charcoal. Oh, wir haben auch schon einen Hot Tungsten Ingot. Weißt du eigentlich schon, wie lange wir am Aufnehmen sind? Charcoal habe ich eigentlich nicht hergestellt, das ist vielleicht noch von damals übrig, ne? Sugar Charcoal meinte ich. Habe ich nicht hergestellt. Okay. Da kannst du mir erzählen, was du willst, da war aber einer anderes dran. Was sollte ich das herstellen? Gott weiß ich, was du alles für Pläne hast. Kerosin habe ich erstmal genug.
Was? Na gut, Kerosin muss ich noch mal herstellen, aber trotzdem, ich hab's. Okay. The Railcraft. Was fehlt das? Die Iridium Reinforce, also die Iridium Alloy, bla bla bla. Wollen wir dafür heute einen Cut machen? Können wir durchmachen. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal beim Backerman vorbei oder beim Streetdigger. Ja, Trivolo ist so eine Sache, weiß ich. Habe ich jetzt auch schon falsch gehört. Ja, der macht doch gar nichts mehr. Dann schaut auch mal bei ihm trotzdem mal vorbei. Freut er sich vielleicht trotzdem mal, sondern er motiviert, dass er mal wieder weitermacht. Und dann nochmal ganz kurz, schaut doch auch vielleicht nochmal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Ja, ich habe noch eine kleine Facebook-Seite angelegt. Ein paar sind auch schon da, so 3-4 Leutchen. Aber würde mich freuen, wenn da mal ein bisschen mehr Action rüberkommen würde. Ich versuche da regelmäßig zu posten. Werde ich vielleicht auch demnächst mal so ein paar Runden fragen, wer mal Lust hat auf eine Runde Hunger Games. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2. Bis dahin, tüdelü.